Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Futures Handeln mit dem Steel Trader. Und wenn Sie schon früher dabei waren, dann wissen Sie, dass wir das Webinar sehr gerne mit Heiko Behrendt machen. Und ja, an der Stelle schon mal vielen Dank, Heiko, dass wir dieses Webinar, diesen Termin noch vor deinem Urlaub noch veranstalten können. Hat mich sehr gefreut. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Lab. Freue mich, dass Sie trotz des schönen Wetters da draußen heute live dabei sind und wir schauen uns dann auch den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ganz wichtig, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig davon, was uns heute Heiko zeigt, denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Ja. Super. Dann, lieber Heiko, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja, den haben wir doch bis jetzt immer gehabt. Die letzten Webinare waren doch richtig gut gewesen. Ja, dann herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute das Thema so ein bisschen, oder was ich ja immer ganz gerne mache, ist, dass ich so ein bisschen den Schulungs- und Ausbildungsanteil habe. Und dann gehen wir rein in den Stereo Trader. Das heißt, ich zeige euch, wo und wie man das im Stereo Trader einstellen kann und dann noch so ein bisschen das Thema Live-Trading. Mal gucken, ob sich heute was ergibt. Ganz ehrlich, ich habe heute früh gehandelt. So richtig gut bin ich nicht drauf. Also ich habe zwar Gewinn für heute, aber es war heute viel Aufwand für wenig Ertrag. Ich habe zum Ende hin zwar ein paar schöne Trades gemacht, aber davor, das war halt nicht ganz so gut, aber ich zeige es euch trotzdem, weil es ja auch dazugehört. Aber manchmal ist halt, es gibt so Tage, wo man so schwer halt reinkommt. Von daher, dadurch, dass ich nur Echtgeld-Trade machen kann, bei FX Flat und im Future, müssen wir jetzt schauen, was halt bei rumkommt. Doch bevor wir überhaupt zum Handeln kommen, werden wir uns mal mit dem Thema Level 2 befassen. Ich habe am Wochenende ein Video hochgeladen, das heißt Level 2 Trading mit CFDs und das passt halt wunderbar hier rein in diese Serie mit rein. Und ich möchte das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, was ich in dem Video gesagt habe, aber möchte es vielleicht nochmal im Rahmen des Webinars, wenn man live dabei ist, könnt ihr auch gerne mir dazu noch Fragen stellen. Also das heißt, wenn ihr vielleicht merkt, okay, vielleicht gehört ihr zu denjenigen, die sich am Wochenende das Video angeguckt haben und denken, was erzählt der dort? Ich habe keine Ahnung. Bitte klär mich auf. Und manchmal, ich muss ja sagen, ich bin nun schon lange im Business. Für mich ist das halt ein Standard, der zum Traden dazugehört. Aber für viele, die vielleicht neu sind, ist das halt so eine neue Welt. Und die können damit nichts anfangen oder fragen sich vielleicht, wozu brauche ich diesen, in Anführungsstrichen, Scheiß, ja? Ist es überhaupt das Richtige für mich? Und wie gesagt, wenn ihr dazu jetzt Fragen habt, dann kann man das jetzt in dem Rahmen eines Webinars natürlich nochmal viel, viel besser diskutieren oder ich kann auch nochmal auf gewisse Punkte da eingehen zum Thema Level 2 oder Trading aus dem oder Dom, ne? Also mit Markttiefe zu handeln. Und wir steigen erstmal ein direkt in den Schulungsanteil. Wie gesagt, noch der Hinweis, ihr habt ja das Fragenfenster von GoToWebinar, da könnt ihr einfach eure Frage reinstellen und dann kann ich die vorlesen. Sorry, dann kann ich die vorlesen und dann auch beantworten. Ja? Also, das ist heute das Thema. Gehen wir mal kurz rein. Was ist überhaupt das Level 2? Wenn wir uns dieses Bild anschauen, da seht ihr das Level 2 und das Level 2 sind auf der rechten Seite die horizontalen Balken, die an dem Preischart dran stehen. Hier in dem Fall ist das schon sozusagen der Mix, auf den wir dann später zu sprechen kommen. Das heißt, ihr seht das Level 2 vom Future im CFD, aber wir tun jetzt mal so, als wenn ihr auch dort den Future sehen würdet. Und das Level 2 sind sogenannte Limit-Käufer und Limit-Verkäufer. Und ganz wichtig ist zu verstehen, immer über dem aktuellen Kurs, da steht nicht der Käufer, sondern immer der Verkäufer. Unter dem aktuellen Kurs, ja, wenn man denkt, da verkaufe ich doch, aber wenn ich aktiv bin, ja, dann gehöre ich nicht zu dieser Gruppe, sondern darunter stehen immer die Limit-Käufer. Und was vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen verwirrend ist, ist, dass man ja sagt, zu jedem Käufer muss auch ein Verkäufer
geben. Und hier sieht man das jetzt. Das heißt also, wenn ich jetzt verkaufe, wenn ich jetzt im Future handeln würde, dann und ich verkaufe relativ viel, dann brauche ich auf der anderen Seite den Käufer. Und wer sich jetzt an der Stelle vielleicht nochmal das Video vom letzten Webinar hier mit FX Flat anguckt, wo wir das Thema hatten, der Spread, der Fluch des Spreads, ja, oder der Spread Fluch und Segen, ja. Sieht man dann sozusagen die andere Seite, wenn das Level 2, also wie das Level 2 dann gehandelt wurde. Ja, also wie gesagt, das Video wäre da nochmal als Ausbildung mit hinzuzufügen. Also wenn ihr das Ganze dann, oder vielleicht gehen wir auch ganz kurz nochmal nachher da drauf. Ich glaube, ich habe es hier direkt unter dem, in der PowerPoint läuft das immer fortlaufend. Da könnten wir uns nochmal die eine Grafik dann anschauen. Ja. Gut, also unter dem aktuellen Course Delimit Käufer. Das heißt, das sind Leute, das sind sogenannte passive Orders und Leute, die auf ihren Fill warten. Normalerweise zu 99% tun private Trader oder zu 90% würde ich jetzt mal sagen, oder also ihr könnt ja mal reinschreiben, wie oft ihr per Limit halt handelt. Also wie oft stellt ihr halt Limits zum Einstieg rein oder zum Ausstieg. Also findet das bei euch im Trading statt oder wird halt viel im Market gehandelt? Also die meisten Trader, die ich kenne, sind halt aktive Trader. Sie handeln halt aufgrund einer Bewegung, kaufen aktiv, also Market, ja, oder steigen halt Market ein oder aus ihren Positionen. Die wenigsten Trader handeln passiv. Ja, die wenigsten Trader handeln passiv. Sie legen kaum Limits rein. Der professionelle Handel handelt überwiegend zu 80% passiv, also limitiert, ja. Aber hier schreibt jemand gerade, ich handle nur mit Limit pro Tag. Also sehr gut. Andere schreiben nur Market, fast nur Market. Ja, also das liegt wahrscheinlich auch am Trading-Stil. Und auch ich selber habe früher ganz wenig Market gehandelt, bis ich überhaupt in den Future-Handel reingekommen bin, bei Future-Tradern zugeschaut habe und gesehen habe, dass sich da nochmal die Denkweise komplett verändert. Weil man ja immer sehen muss, dass die Leute, die Future-Trader ja durchaus mit Positionsgrößen handeln, die weit über dem liegen, was jetzt gerade am Markt zur Verfügung steht. Und deswegen können sie oftmals nur Market halt nur limitiert halt handeln oder einen Teil ihrer Position müssen sie limitiert handeln. Ach hier, bekannte Gesichter, ja. Gemischt hier, wenn es langsam geht, Limit, wenn es schnell geht, dann Market. TP und SL auch, ne? Also Einstieg, also das ist genau das Thema, ne? TP und Stop-Loss sind ja sozusagen limitierte Orders, wenn man so möchte, ja, richtig erkannt. Und der Einstieg sonst zu 100% Market. Also wie gesagt, man sieht hier schon, das Publikum ist fortgeschritten oder auch durchmischt. Also für alle, die es oder ganz wichtig, also unter dem diese passiven Orders, die zum Beispiel dieser Limit-Käufer, den man jetzt hier heraus sieht, diese 42 Kontrakte. Was wir halt nicht wissen, ist der limitierte Kauf darunter. Das ist sozusagen die Nachfrage. Also jemand fragt Stücke nach, wie man das auch so schön sagt. Und derjenige ist halt nicht bereit, 1 Cent oder 1 Punkt mehr zu bezahlen. Was wir halt nicht wissen, ist das jetzt jemand, der eine Position eröffnet? Oder ist das jemand, der eine Position schließt? Die Frage wäre jetzt so ein bisschen mal, wenn man jetzt mal mitdenkt, wann würde ich denn so eine Position als schließen sehen? Ja? Als schließen wäre so eine Position, stellt euch vor, ihr seid von ganz weit oben, von 12.780 seid ihr short. Der Markt fällt auf 12.766 und da wollt ihr halt aussteigen. Mit einem Take Profit, ne? Wie es der eine gerade, jemand gerade geschrieben hat. Ja, TP als ist ja auch eine Limit Order. Ja, oder eine Limit Pullback, je nachdem, wie man das einstellt jetzt für sich. Und dann wäre es halt so, ihr würdet ein Take Profit reinlegen, nämlich eine Limit Buy Order. Stellt euch mal vor, ihr handelt genau diese 42 Kontrakte. Dann würdet ihr halt bei 12.766,5 die Limit Buy Order reinstellen und die würde dann jeder sehen. Manchmal ist es halt gut, dass man diese Order sieht und manchmal halt nicht. Ja. Und was kann jetzt passieren? Dass dort jemand kaufen möchte. Wie gesagt, was wir nicht wissen, möchte da jemand aus einer Short-Position aussteigen oder möchte jemand in eine Long-Position einsteigen?
Wir wissen nur, dass unter dem aktuellen Kurs das Käufer sind. Also per se gehören die zur Gruppe Käufer. Was sie damit machen, das könnte man aus dem Kontext vielleicht ableiten, dass man sagt, okay, hier gehe ich davon aus, dass jemand eine Position schließt, ja, also eine Short-Position schließt, oder dass hier jemand wirklich eine Position aufbaut, weil im gesamten Chartbild ist das eine Unterstützung oder könnte das ein tiefer Kurs sein, wo jemand anfängt zu kaufen. Ja. Und damit wird halt Interesse im Markt gezeigt. Und dieses Interesse, was hier im Markt gezeigt wird, das kann dazu führen, dass andere Leute das genauso interpretieren und die dann sagen würden, okay, wenn da jemand viel kaufen möchte, 42 Kontrakte, ja, wenn sich jemand viel kaufen möchte, dann wäre das ein Punkt, wo ich dann ja davon ausgehe, der hält sozusagen den Kurs halt nach oben. Und ich fange mal an, hier davor schon mal auch zu kaufen. Ja. So, das Problem, was halt passieren kann, ist, dass der Kurs hier ein, zwei Punkte davor umdreht und dann nach oben weggeht. Das war das, was ich aus dem Video gehandelt habe. Ich kann ja mal den Link hier reinstellen. Also hier ist das Video. Auch da vielen Dank schon mal für die vielen Daumen nach oben. Das zeigt hier genau das Thema. Ich mache mal hier auf Pause. Hier seht ihr auch eine große Limit Order und der Markt, der läuft halt hier bis da ran und dann halt weg. Und ich habe dann später dort Long Trades gehandelt. Ja, können wir hier mal auf Teilen gehen, kopieren. Kann ich ja mal hier in den Chat reinstellen, da könnt ihr euch das Video auch nochmal anschauen. Ja, genau. So, und das könnte hier auch passieren. Heute, ihr seht hier schon, da sind sogar Short Trades drin. Das ist für von heute, ja, dieses Bild. Und man kann aber auch durchaus heute das so interpretieren, dass jemand da durchhandelt. Wie gesagt, das Traden damit, da kommen wir gleich noch dazu. Es geht ja erstmal darum, was überhaupt das Level 2 ist. Also, wie gesagt, dieses Interesse kann man interpretieren. Das ist genauso, wenn jemand sehr viel Autos kaufen möchte, wenn wir sehr viel irgendwelche Produkte einkaufen, so kann man das auch sehen. Und man versucht einfach so teuer, so günstig wie möglich, ja, gewisse Produkte halt einzukaufen. Das ist halt das, was jemand hier auch macht. Ja, der DAX stand vorher, ich sage jetzt mal, bei 12.800, dann sind 12.766 vielleicht schon günstig. Ja. Was halt aber auch ist, diese passiven Order, die warten halt darauf, dass sie gefüllt werden. So, wenn man jetzt halt merkt, der Kurs fällt nicht dahin, dann steht derjenige halt doof da, bekommt keinen Füll. Oder er muss halt überlegen, ob der Markt halt, ob er vielleicht der Meinung ist, der Markt geht noch tiefer. Also was könnte er auch machen? Er könnte die Order jederzeit löschen. Und wenn ich, sobald ich sage Level 2 und Order löschen, dann, also dass man halt verkehrtes Interesse vortäuscht, dann kommen alle immer wieder raus mit den verbotenen Taktiken, das heißt, den Markt zu manipulieren. Aber der Markt wird den ganzen Tag auf einer gewissen Art und Weise so oder so manipuliert, weil die Sache an der Stelle ist, was wir halt nicht wissen, ist, ob diese 42 Kontrakte halt echt sind. Also früher war es vor 10 Jahren, sage ich jetzt mal, gang und gäbe, oder ganz kurz müssen wir mal in die Geschichte zurückgehen. Wenn ich mir einen Level-2-Chart vom FDAX, jetzt habe ich ja keinen gefunden, von vor 6 oder 7 Jahren oder 10 Jahren anschauen würde, dann würden die 42 Kontrakte überhaupt nicht auffallen, weil sie dort normal waren. Das heißt, da früher, vor 6, 7 Jahren, lagen auf jedem Level mindestens 20 Kontrakte und eine große Order waren dann so 100, also ab 50, 150 Kontrakte, die auf einem Level lagen. Heute sind 42 Kontrakte schon ein Highlight. Das bedeutet, das hat sich massiv verändert. Früher wurde dann immer gesagt, okay, und das war auch früher sehr oft so, früher hat man den Markt dahingehend manipuliert, dass dieser Level-2-Order kurz bevor sie angehandelt wurde, gelöscht wurde. Heute ist es so, dass in 90% der Fälle, ich rede hier vom Index, also von Dow Future, S&P Future, DAX Future, Eurostoxx Future, überall, wo man sowas halt findet, werden diese Orders gehandelt. Das heißt, dieses sogenannte Spoofing, also das Order löschen, um den Markt zu manipulieren, findet heute kaum noch statt. Grund meines Erachtens nach ist, wenn ich jetzt euch sage, dass vorher
vor 6, 7 Jahren auf jedem Preisbereich im Schnitt 20 Kontrakte lagen, dann konnte man sowas auch machen, weil entsprechend ja Liquidität da war. Heute wird diese gehandelt, weil 42 Kontrakte sind schon mal relativ wenig gegenüber von vor 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Und damit werden heute diese Orders halt auch wirklich gehandelt. Das ist zumindest meine persönliche Erklärung. Ob die stimmt, weiß ich nicht. Also im Durchschnitt wurden, weiß ich nicht, vor 7 Jahren wurden im S&P im Durchschnitt immer 10 Kontrakte gekauft. Heute werden halt im Durchschnitt ein Kontrakt gehandelt, ja. Also pro Trade, ja. Also das ist halt massiv nach unten gegangen und genauso auch diese Liquidität, ja. Man tut die Orders die ganze Zeit löschen und wieder reinstellen. Und dennoch kann man sie halt nutzen heute, wenn man, und das ist also das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte das auch mal machen, was der Heiko Behrendt macht. Also erstens muss man wissen, ich habe 20 Jahre Markterfahrung. Ich schaue mir seit dem Jahr 2000, 2001 das Level 2 an. Das heißt, ich weiß, wie der Markt tickt und ich weiß vor allem eins, ich weiß, wie er sich über die letzten 10 Jahre verändert hat. Und das ist halt das, was dann Leute, die jetzt vielleicht damit anfangen, noch gar nicht wissen oder vielleicht dann auch nicht verstehen, wenn es dann später mal wieder anders ist. Aktuell muss ich sagen, so seit 1, 2 Monaten ist das auch erst, wo ich wieder viel mehr Trades plötzlich nach Level 2 mache. Ich habe bestimmt 6, 7 Jahre oder, ja, 6, 7 ist jetzt übertrieben, aber eine ganze Zeit lang kaum Trades nach Level 2 gemacht. Also es gab auf alle Fälle das ein oder andere Jahr, wo ich nach Level 2 überhaupt nichts gehandelt habe. Und jetzt, heute habe ich den Trade, der ist ja auch von heute früh, den habe ich auch nach Level 2 gemacht, ja. Und hier habe ich in dem Fall halt darauf gesetzt, dass diese Order geholt wird. Und damit kann man sagen, dass diese Manipulation des Marktes nach großen Orders nicht stattfindet. Vielmehr wird der Markt manipuliert, dass die Orders, die hier drinne stehen, also die ganzen davor, dass die weggezogen werden. Und da könnte man noch mal auf eine Folie gehen aus dem letzten Webinar vielleicht an der Stelle, bevor wir dann ins Handel dann gehen. Wartet mal, ich gehe mal kurz in den. Ich will noch schnell die Folie mal herholen. So, und zwar. Ich hoffe, dass ich euch jetzt da nicht überstrapaziere von den Gedanken halt her. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, dann stellt mir die ruhig. Ja? Also wenn irgendwas unklar ist, nehmt euch die Zeit, stellt das. Ja? Gibt keine doofen Fragen, ganz ehrlich. Ja, viel schlimmer ist, ich beantworte was nicht, weil ihr euch nicht traut zu fragen und dann geht er mit drei Fragezeichen hier raus. Ich hole mal, kann ich die anzeigen lassen? Hier. Wartet mal. Wartet. So, okay. Also hier sind wir jetzt bei dem Level 2. Also ihr seht auf der linken Seite das Level 2. Und jetzt seht ihr, dass der Markt hier sozusagen, also hier standen vorher viel mehr Kontrakte drin. Ja, also jetzt müssen wir uns hier mal ganz kurz sortieren. Das sieht man jetzt leider hier nicht so gut. Also hier standen vorher wesentlich mehr Kontrakte drin. Also so wie jetzt hier. Ne? Also wenn ein Markt ja fällt, dann stehen, wenn der Markt hier das hier fällt, diese Strecke, ja, also diese Strecke fällt, dann muss er ja diese ganzen Limit-Buy-Orders hier wegverkaufen. Ne? Diese Limits da, das, was da stand, da. Ne? Also alle, die hier auf den entsprechenden Level standen. Und ihr seht, hier steht überall 2, 3, 4, 8, 5. Ja? Und jetzt schaut mal, was hier wirklich reell oder real in echt gehandelt wurde in dieser Abwärtsstrecke. Ein Kontrakt, keiner, einer, 10, 1, 2, 3, über einen Punkt kein Kontrakt, dann wieder einer, kein Kontrakt, einer. Das heißt, das, was ihr hier seht, davon könnt ihr, ja, müsstet ihr eigentlich hier die Hälfte weglöschen. Also, wenn es jetzt weiter runterfallen würde, eigentlich hat er hier nur einen gehandelt, dann hat er vielleicht gar keinen gehandelt, dann hat er wieder nur einen gehandelt oder nochmal einen gehandelt, dann wieder nur drei gehandelt. Ja, ich lösche hier gerade mit weiß die so weg, ne? So, damit man das sieht. Also, oder von den achten, das wäre vielleicht einer, wo zwei gehandelt wurden, die werden dann halt einfach gelöscht und da bleiben dann halt zwei übrig, ja. So, das heißt, dieses Weglöschen ist viel aktiver. Und das kriegt man halt nur mit. Klar, jetzt wird es halt kompliziert, wenn man auch noch den Footprint mit dazu hätte.
Aber das ist dann noch, also dieses ist aktuell viel, viel stärker. Und deswegen ist das also dieses ja, Vortäuschen von Marktstärke oder Schwäche mit großen Orders gar nicht mehr gang und gäbe, sondern da kann man davon ausgehen, dass sie gehandelt werden. Vielmehr findet dieses Manipulieren des Marktes direkt am und um den aktuellen Kurs halt ständig statt. Ja, das ist das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Genau. So, jetzt kann ich noch eine Frage rein, glaube ich. Handeln Algos grundsätzlich Market? Wie ist das Verhältnis von Market Orders zu Limit Orders? Also Algos sowohl als auch, das kommt natürlich immer darauf an, wie sie halt programmiert sind. Aber im Normalfall ist es so, dass Algos beidseitig handeln. Also das heißt, sie füllen halt gewisse Preisbereiche auf, handeln Market, das kommt halt darauf an, wie der Algo programmiert ist. Ein typischer Algo wäre, dass er halt um einen gewissen Preisbereich zum Beispiel handeln soll oder muss, ja, je nachdem, wie er programmiert ist. Und dann kann es halt sein, dass er halt Market kauft und wenn er dann aufhört, ein, zwei Kontrakte zu kaufen und merkt, dass der Kurs wieder runtergeht, dann kann er auch halt per Market nochmal kaufen. Und wenn er merkt, okay, der geht wieder runter, dann würde er vielleicht nicht mehr Market kaufen, sondern den Limit Buy halt ein, zwei Punkte tiefer reinlegen und dann sich so passiv bedienen lassen. Ne? So, wenn wir jetzt mal uns überlegen, was würde denn passieren oder warum macht man das überhaupt? Also was ist die Sinnhaftigkeit jetzt zu sagen, ich will jetzt hier 42 Kontrakte zu kaufen? Also was man nicht anfangen sollte, ist zu ergründen, warum der das macht. Man sollte einfach davon ausgehen, das ist Fakt, das ist so. Wichtig ist für euch oder also wenn ihr da überlegt, mal damit zu handeln, ist es halt wichtig zu überlegen, was kann da passieren? Also prallt er an dieser Order ab oder geht er da durch? Das ist so eine prinzipielle Überlegung, die man halt haben sollte. Und jetzt überlegen wir mal, wenn ich jetzt wirklich als Käufer, warum auch immer, dort halt die Stücke kaufen möchte. Das heißt, ich kaufe jetzt 42 Kontrakte und wenn ich die da hinstelle und der Markt handelt diese Kontrakte, dann habe ich den Vorteil, dass ich weiß, ich habe 42 Kontrakte zu 12.766,5 bekommen. Das ist mein Preis. Dadurch, dass er ein Käufer ist, kann ich auch sagen, ich werde von einem passiven Trader zu einem aktiven Trader. Das sieht man manchmal auch ganz gut, dass der Markt von der Order wegrennt und plötzlich schnippt der Markt noch umso schneller nach oben, weil man merkt, derjenige hat Angst, dass er keinen Füll mehr bekommt. Ja, manchmal kriegt man das so richtig gut ins Gefühl. Ich habe mal jetzt geschaut, wenn dieser passive Trader, der die 42 Kontrakte haben möchte, wenn der sagt, ich werde jetzt ein aktiver Käufer, bedeutet, ich kaufe aktiv. Und wenn ich aktiv kaufe 42 Kontrakte Market, wobei wir ja wissen oder gerade in der anderen Folie gesehen haben, dass sehr viele dieser Limite gar nicht echt sind, sogar gelöscht werden würden. Aber gehen wir davon aus, dass die Limite, die so drinne stehen, die passiven Verkäufer, dass wenn man die so gefüllt werden, wie sie jetzt hier in dem Bild drinne stehen, würde der Markt genau bis da hochgehen. Das sind genau 46 Kontrakte bis dahin. Das heißt, hier würden im Orderbuch dann, also im Level 2, noch drei Kontrakte stehen. Wenn der Market aufs Knöpfchen drückt, ja, Market aufs Knöpfchen drückt und die Limit Orders, die hier drin stehen, würden genauso stehen bleiben. Ich habe das hier in der Excel-Tabelle eingetragen. So, ja, also hier 70, 70,5, 71 und die Anzahl der Kontrakte, die da stehen. Und da ist mir sogar ein Fehler unterlaufen. 2, 4, 2, 3, 5, 8. 5, 8, 3, 7, 3, 2. Genau. 39. Hier oben noch ein rein. 3. So, das ist ein kleiner Fehler. 40, 42, noch 2. Dann würde ich also hier oben anstatt 6 wird da nur einer dastehen, weil ich brauche 5, brauche 42 Kontrakte. So, 42 Kontrakte. Ja, passt. Der Durchschnittskurs,
Der Durchschnittskurs dieser Order wäre dann bei 12.772,5. Ja, so. Also 12.272,5. Also hier. Ja, also hier wäre dann der Durchschnittskurs der gesamten Position. So. Bedeutet ganz grob, er wird schlechter ausgeführt. Hat sozusagen den Markt um von der 69 auf die 75 oder 74,5 hoch bewegt, also gute 5 Punkte halt nach oben bewegt. Ja, und das im Durchschnitt erhöht, das sind die Kosten dieses Traders durch eine Market Order. Und das würde für die Kontraktzahl bedeuten, 6.142,50 € schlechter ausgeführt worden sein. Ja. Also, das ist natürlich dann schon eine Summe. Ja. Also, das ist der Unterschied zwischen ich kaufe passiv und muss halt warten, dass der Markt da durchgeht. Ja. Also, ich muss warten, dass der Markt dahin geht. Oder ich kaufe halt aktiv und schieße mir den Kurs halt nach oben. Eins von beiden. Ja. So, und deswegen muss man als großer Trader, stellt euch vor, der hat keine 42 Kontrakte, sondern der hat 400 Kontrakte, 500, 1000, 1500, die er handeln muss. Ja, dann ist das auch nur ein kleiner Preis. Also eine kleine Anzahl derer. Ja. Und wie gesagt, in dem Falle ging das hier durch und das soll nochmal den Unterschied zeigen. Bei passiven Tradern kann man immer sagen, da ist der Preis entscheidender als die Zeit. Weil es ist egal, wann ich einsteige, Hauptsache, ich bekomme den Füll halt irgendwann. Ja, also oder in naher Zukunft. Und bei alle Leute, die Market kaufen, da ist es so, da spielt Zeit, ist da wichtiger als Preis. Ja. Oder bei einer Stop-Order, da wäre es auch so, da wird der Preis wichtiger, wenn der Markt in einer gewissen Zeit, wo ich halt den Stop halt aufgebe, den Preis erreicht und dann sage ich, an der Stelle will ich meine Position auflösen, egal zu welchem Preis, Hauptsache jetzt raus. Also Zeit geht vor Preis. Das ist halt später mal ganz wichtig, wenn man sich auch mit solchen Themen beschäftigt, dass man da einfach das Verständnis dafür hat, welche Rolle hat ein passiver Trader. Und welche Rolle ein aktiver Trader. Und das Problem halt, früher war es halt wirklich so gewesen, der Markt ist dahin gelaufen, dann hat derjenige seine 42 Kontrakte gelöscht. Derjenige, der jetzt sich gefreut hat, dass er 42 Kontrakte bekommt zu einem festen Kurs, der hat dann aufs Knöpfchen gedrückt, nämlich aufs Verkaufsknöpfchen, hätte sich gefreut, 42, dann löscht er die kurz vor dem Füll und dann fupp, fällt der Markt so runter. Heute, wie gesagt, werden die Kontrakte gehandelt. Und trotzdem fällt der Markt durch, ne? Also, er wollte zu wenig, also weil das immer nur ein kleiner Teil ist. Ja? Früher standen da halt oft 150 Kontrakte. Genau. Gut, das soweit zum Thema Level 2. Und das wird von der Börse zur Verfügung gestellt. Und was man halt nicht sieht, sind Stop-Orders. Ja? Viele gehen immer davon aus, sagen, ah, Stop-Orders sieht man auch, sieht man nicht. Wir sehen immer nur den besten Kaufkurs, also den tiefsten Kaufkurs. Und den höchsten Verkaufskurs. Mehr sehen wir nicht. Stops können wir nicht sehen. Ja. Stops müssen getriggert werden. Und dann werden sie erst sichtbar in Form von Market Orders. Das heißt, wir sehen sie dann maximal durchs Level, also durch die Markttiefe, durch die Time and Sales Liste, meine ich, durch die Time and Sales Liste laufen. Ja. Vielleicht ein etwas noch eine andere Ansicht, die man halt gerne nimmt oder die dann auch noch mal ein bisschen besser erklärt. Dass wir keine Stop-Orders sehen, wäre, wenn man so eine Future-Plattform dann mal hat. Ja, dann sieht man jetzt hier das Level 2 sozusagen nicht auf einer Höhe, sondern entsprechend verteilt. Also auf der linken Seite sieht man die Limit-Käufer und hier sieht man die limitierten Verkäufer. Ne? Das ist die Gesamtsumme hier oben, die 500 und die 400. 82 hier im S&P. So, wenn man jetzt davon ausgeht, wir könnten Stop-Orders sehen, ja, ich müsste jetzt hier. Order pending. So, also das wäre jetzt eine Stop-Order. Da ihr seht ja, da steht STP dran. Ja, das ist eine Stop-Order. Und nochmal. Order Und pending. ihr seht die Stop-Order, ich halte das Bild mal an, sonst kann ich es nicht erklären. Die Stop-Order steht ja, ist eine Stop-Kauf-Order und die steht ja auf der Seite und ihr seht hier,
dass dazwischen kein Cross ist. Ne? Also man kann immer nur die limitierten Käufer sehen. Eine Stop-Käufer kann ich nicht sehen, weil da ist ja kein Preis. Ne? Also das heißt, der Markt muss jetzt ja erst hier hochlaufen und wenn er da ist, wird meine Order getriggert und dann zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt. Entweder zum gleichen Kurs, wenn es geht. Ja, also wenn hier und gefüllt wird sie mit jemandem. Vielleicht mal gucken, ob der Markt so weit hochkommt. Also wenn ich sie jetzt Order pending. so, ich halte das hier nochmal an. Das heißt, wenn der Kurs jetzt hier hochkommt auf die 3202, dann wird er gefüllt mit jemandem, der hier drinne steht, Order mit filled. einem Limitverkäufer von da. Ja, damit wird die Order gematcht, was hier gerade eben passiert ist. Ja, so, genau. Order Gut, cancelled. damit ich jetzt hier nicht dauernd das Gequark habe, aber so funktioniert es halt. Ne? Also, so läuft das dann halt ab. Ne? Und ja. Deswegen, also Stop-Orders, egal wo, kann man nicht sehen. Wir können immer nur limitierte Orders sehen. Gut, dann noch schnell, welche Voraussetzungen, damit man überhaupt das Level 2 sieht, müssen gegeben sein. Also am besten ist MetaTrader 5, geht das nur. Ganz wichtig, also ihr müsst von MetaTrader 4 auf 5 gehen und dann geht ihr zu FX Flat. Und hier gibt's, dann geht ihr am besten auf deren Seite hier, auf die Seite Produkte und Futures. Ja, und wenn ihr da draufklickt, dann scrollt ihr bis runter. Und dann könnt ihr hier Anmeldungen zum Future handeln. Das heißt, wenn ihr vielleicht jetzt aktuell einen CFD-Handel, also CFD-Handel nur macht und sagt, Mensch, oh, coole Sache, will ich mir auch mal angucken. Dann könnt ihr hier eure Kontaktdaten eintragen und dann sagen, ich möchte hier gerne für die Eurex oder für die US-Börsen freigeschaltet werden. Und dann könnt ihr das absenden und los geht's. Ne? Okay. Also das könnt ihr dann darüber machen. Gut. Ja, das sind die aktuellen Gebühren für die Eurex 20 € pro Monat, für die US-Futures 30 € im Monat. Wenn ihr sehr, sehr viel handelt im Future direkt, also nicht im CFD, sondern im Future handelt, und ihr habt eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Gebühren erreicht, dann würdet ihr sogar den Datenfeed zurückbekommen. Ja, also ich habe es letzten Monat im US-Futures habe ich das geknackt und habe halt die 30 € Datengebühren zurückbekommen. Wobei man halt sagen muss, das sollte jetzt nicht das Ziel sein. Ja, bis jetzt, ich habe seit dem Jahr 2000 immer Ordergebühr, also immer für den Datenfeed bezahlt und nie Geld zurückbekommen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich halt Geld zurückbekommen habe. Ja? Also da hier Daumen hoch, FX Flat. Ja, an der Stelle. Ja? Also, wie gesagt, in 20 Jahren habe ich nicht einmal sonst meine Datenfeedgebühren zurückbekommen und die waren früher noch wesentlich höher. Ja. Okay. Ja, und dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier heute noch vorhin auch noch mal einen Trade aufgenommen im Level 2. Also da habe ich eine etwas kleinere Position gehandelt. Ihr seht, dass der Markt hier runterkommt. Ich gehe dann gerne auf diese große Order rein und versuche dann limitiert, stelle ich mich dort genauso hin und gehe davon aus, dass die Marktteilnehmer am Tagestief sozusagen das Limit weghandeln. Ja, ich hatte jetzt hier 2,5 CFDs drinne und jetzt nur noch 1,5 und jetzt kommt der Markt an die Order dran. Limit Pullback und wie gesagt, manchmal geht er ganz schnell da durch, heute halt nicht ganz so schnell. Dann bin ich ja rausgegangen und jetzt hatte ich nur noch 0,5 drinne und ja, das ist hier genau das Problem. Hier sieht man es auch mal, wusste ich schon gar nicht mehr. Also die Limit Order, die ich hier hatte, ja, wurde hier ganz knapp verfehlt und dann zieht der Markt halt nach oben und stoppt mich dann hier auch aus. Zack, da hat er mich ausgestoppt. Ne? So. Also von daher Limit Order verpasst. Ja. Und das so geht es halt auch den großen Tradern. Und wie gesagt, wenn das noch unterlegt wird mit einer großen Order, dann kann das manchmal ganz gut sein. Ja. Ja, vielleicht hier noch dazu das Bild von heute Morgen, wo ich nach dem Level 2 gehandelt hatte. So sah der Trade dann am Ende aus. Also hier bin ich auf die 42 Kontrakte reingegangen bei 12.766,5 und ich bin bei 61,5 halt raus.
Hier seht ihr die Haltedauern 10 Punkte, 41 Sekunden, 43 Sekunden, 105 Sekunden. In Summe auf die drei Positionen mit drei CFDs gehandelt 37,85 Punkte. Und wenn man das durch drei dividiert, wenn man das als eine Position sieht, dann ist es auf die Gesamtposition 12,6 Punkte für einmal kurz halten. Ja, also das ist halt der Vorteil. Man ist bei so einem Event, das ist eigentlich, ich nenne das immer so eine Art Event Trading, also auf das, da ist man halt, entweder passiert das innerhalb von ein, zwei Minuten oder man ist dann halt raus aus dem Trade. Gut, das soweit zum Thema Level 2 Trading. Wie gesagt, meine Empfehlung, wie könntet ihr oder solltet ihr vorgehen, wenn ihr jetzt diese Future-Daten euch abonniert und sagt, Mensch, das ist auf alle Fälle interessant. Dann bitte schaut euch das ein, zwei, drei Monate an, macht euch Notizen dazu, wie verhält sich der Markt bei solchen Orders, geht er da eher durch, prallt er ab, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt und dann könnt ihr hier entsprechend auch daran orientiert dann auch überlegen, ob man das traden kann. Man kann es ja auch nehmen für einen Take Profit, ja, dass man sagt, ich platziere dort meinen Take Profit, genau dort, wo andere das auch platzieren, ja, und genau, und dann, wenn der Markt bis dahin läuft, dann kann ich dort auch, komme ich da halt richtig gut raus, genauso wie der institutionelle Trader, der da gerade handelt. Ja. Also das ist schon mal ganz nett. Und man kann es halt auch nutzen, wenn man sieht, der Markt ist jetzt sehr stark gefallen und bildet sich dann um sowas dann vielleicht eine Kauforder oder einen Boden, wo mal eine große Order gehandelt wurde. Das kann man dann auch immer mal schauen, wenn man sich dann die Levels merkt, wo die großen Kontrakte gehandelt worden sind. Ganz wichtig ist, da draußen gibt es immer viele, die sagen, ja, mit dem Level 2 siehst du mehr. Das stimmt, wenn man ein CFD-Trader vorher war, sieht man mit dem Level 2 mehr, aber am Ende muss man fairerweise sagen, sieht man genauso viel, wie jetzt alle anderen auch sehen. Das heißt, das, was der institutionelle Trader, der das nutzt, solche Tools, die ganze Zeit sieht, das seht ihr jetzt auch. Also am Ende seht ihr jetzt das, was auch der sieht, der den Markt auch wirklich bewegt und auch macht. Ja, das ist der Unterschied. Also von daher gesehen seht ihr mehr, aber es ist deswegen nicht, dass ihr einen Vorteil habt. Ja, der Vorteil, den haben halt die das, also die Berufstrader wissen um den Vorteil wie auch um den Nachteil um sowas, können das gut einschätzen. Und das ist jetzt für denjenigen dann halt Neuland, dass derjenige das dann vielleicht sieht und denkt, oh, jetzt weiß ich, wie Trading geht, aber am Ende ist man sozusagen nur eine Stufe aufgestiegen und sieht endlich das, was die professionellen Marktteilnehmer oder institutionelle Trader, ja, was für die halt ihr täglich Brot ist und was sie einfach zum Arbeiten brauchen. Ja. Dessen muss man sich bewusst sein. Ja. Aber für mich auch, für mich im Anfang war es auch toll, sowas zu sehen und danach zu handeln. Ja, also da hat man früher schon nach Level 2 richtig, richtig, richtig gute Trades machen können. Das hat sich aber, seitdem die Liquidität so runtergegangen ist, schon auch deutlich verändert. Ja, deswegen hinsetzen und sich selber dazu Gedanken machen. Ja. Genau. Wenn es noch Fragen dazu gibt, dann gerne her damit. Ich glaube, ich habe auch alle Fragen beantwortet und dann könnte man ja nochmal reingucken, was denn der Markt heute so macht und vielleicht durch Zufall, vielleicht kommt ja eine Level 2 Order. Man weiß es ja nicht, dann kann man ja gucken, ob man das mal handelt. So, jetzt habe ich irgendwie die Fragen hier zugemacht. Oder gab es noch irgendwas, Nelson, was ich. Nee, soweit hast du wirklich alles beantwortet. Ja, wo sind aber trotzdem meine Fragen hier? Das Fragenfenster. Da ist es. Ah, doch, eine Frage war noch. Level 2 ist identisch mit dem Dom. Genau, das ist, am Ende ist es der Dom sozusagen im Chart abgebildet, ja. Also, am Ende können wir ja, wir gehen jetzt, also ich zeige euch jetzt nochmal, wo man es einstellt. Wir gehen jetzt hier nochmal rein. Da sehen wir jetzt hier auf der linken Seite den Mikro S&P Future mit dem Level 2 vom großen. Also vom großen, ja, also nicht der ganz große, sondern vom normalen S&P Mini Future. Der ganz große, der hat ja auch nicht mehr so viel Liquidität drin. Ja. Genau. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, genau, der Dom. Ne? Also der Dom, die Markttiefe, am Ende ist das nur optisch dargestellt. Wo ist es? Unter Markttiefe. Ja, also hier. Ja. Das ist am Ende das Ganze halt optisch dargestellt jetzt. Ja, also das heißt, die Orders,
die da drin sind, die seht ihr hier auch. Genau. Wie gesagt, normalerweise ist der DOM noch ein bisschen anders aufgegliedert. Also in den anderen Future-Plattformen ist es halt dann noch ein bisschen anders aufgegliedert. Aber im Chart habe ich das eigentlich auch immer so drin. Also im Chart hat man es immer so drin und das ist ja vollkommen ausreichend. Dann noch eine Frage, wo ist für dich die Grenze für ein Event? Also das Event, also das heißt dieses Level 2, das muss dann wirklich unmittelbar passieren. Also man hat ja auch nicht viel Spielraum. Man muss ja sehen, wie jetzt beim DAX können wir ja nur 5 Punkte hier nach vorne gucken. Ja. Es gibt Plattformen, da kann man weiter nach vorne gucken, wenn man das so möchte. Also, ach gut, hier ist der Dow, da sind es 10 Punkte. Hier sind es auch 10 Ticks. 10 Ticks durch 4 sind 2,5 Punkte. Oder? Ne, 4 Punkte. Ja. Ein Punkt sind 4 Ticks. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ein Punkt, 1, 2, 3, 4. Doch 2,5 Punkte. Ja, genau. So, und deswegen kommt ja diese Order dann relativ schnell. Also die sieht man ja dann irgendwann mal. Ja, die würde man dann halt irgendwann sehen. Wichtig ist, sie muss halt groß sein. Sie muss halt, ich sage jetzt mal, das Doppelte oder Dreifache der normalen Ordergröße sein. Wie vorhin, da waren es ja 42 Kontrakte. 42 Kontrakte sind, wie gesagt, per se nicht viel, sind aber zu dem, was da drinne stand im Orderbuch, ja, also im Level 2 mit 2, 3, 8 Kontrakte natürlich das Fünffache. Und deswegen ist sie dann auffällig, die Order. Das würde hier bedeuten, dass wir irgendwo im S&P mal 500 Kontrakte sehen müssten, aber das ist schon echt Ausnahme. Also bei den Amis ist es noch weniger, wo man große Level 2 Orders sieht. Ja, und von daher, wie gesagt, ist aber ja auch nur eine Möglichkeit von vielen halt zu traden. Ja. Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Also hier 2018 das Level 2 Bild, da seht ihr hier unten, da standen halt mal 100 Kontrakte drin. Ne? Das war auch eine Zeit lang gang und gäbe, 100 Kontrakte, ja, 2018. Jetzt haben wir 2020, da sind es 40, 50 Kontrakte, paar 30. Das ist schon viel. Im Jahr 2018 waren 100 viel. Ja? Und wie gesagt, das ist dann heute schon eher Ausnahme, das Ganze. Ja. Also 100 Kontrakte. Und wo ich damals mit Level 2 Trading angefangen habe, da habe ich sogar im Dow Future, ja, also hier auf der rechten Seite, 1000 Kontrakte Orders gesehen. Also hier im Dow Future, wo jetzt hier, das ist der Dow Future, ja, da steht überhaupt nichts mehr drin. 1000 Kontrakte, 500 Kontrakte, das waren die großen. Ja. Und jetzt hier 5, 7. Ja, und deswegen habe ich jetzt auch, ich hatte früher schon mal einen Online-Kurs zum Level 2 Trading, das musste man dann auch, also wenn man das mitkriegt, dann auch einstellen, weil das sich einfach überholt hat, das Thema. Ja. Gut, jetzt nochmal die Frage, wie kann man es einstellen? Also wenn ihr die Daten dann abonniert habt und ihr seid auch freigeschaltet, dann habt ihr Zugang zu den Futures. Das heißt, ihr könnt euch hier dann auch den Future laden, ganz normal, wie ihr euch in den CFD laden würdet. Unter Symbole, ja, und da könnt ihr euch dann da entsprechend hier dann die CME Futures zum Beispiel hier auf Indizes da Mini Futures dann rausholen, wie ihr das wollt. Also das geht ganz normal, ist ja auch ganz normal beschriftet, also ich denke mal, das findet jeder. Jetzt ist halt immer die Frage, wie bekommt man es an? Viele drücken auch drauf und es tut sich bei denen nichts, ja, wenn ihr auf Chart geht. Wenn ihr hier auf Chart geht, dann habt ihr hier dieses Feld DOM, Depth of Market ist der englische Begriff dafür oder Markttiefe auf Deutsch.
Und da könnt ihr es hier an- und ausschalten. So, wenn ihr das jetzt anschaltet und da tut sich nichts, also es kommt halt nicht, dann liegt das nicht, dass es nicht geht oder dass der AirTrader nicht funktioniert, sondern es liegt daran, dass die Datenquelle eventuell nicht die richtige ist. Das heißt, ihr müsst hier auf die Stereo-Trader-Einstellungen gehen, auf Instrument gehen und dann müsst ihr hier schauen, dass unter diesem Punkt hier Volumenquelle, dass die richtige Quelle hier ausgewählt ist. Ja. Diese da, das könnt ihr auswählen. Normalerweise ist es voreingestellt und es wird auch automatisch eingestellt, aber kann durchaus sein, wenn ihr das neu abonniert, dass ihr das nicht drin habt. Genauso auch kann es sein, wenn jetzt der Kontrakt im September ausläuft, dann vergessen auch viele, die das erste Mal überhaupt Futures haben, okay, der Future ist ausgelaufen, dann gibt es den gar nicht mehr. Es wird auch einen Tag später auch aktualisiert, aber es kann dann sein, dass man einen Tag halt fehlt. Ja. Und hier ist jetzt die richtige Quelle hier ausgewählt. ESU20 ist die aktuelle Quelle gerade. Das ist der aktuelle Kürzel für den aktuellen Future. Ja. Genau, und dann geht er auf Anwenden und dann habt ihr das hier drin. Genau. Gut. Was nicht funktioniert, ist zum Beispiel den FDAX Mini Future und den FDAX Future. Das funktioniert nicht, den zu mappen. Grund ist der, dass der FDAX Mini eine andere Tickbasis hat, also auf einem anderen Level tickt als der FDAX Future. Also der FDAX Mini, der handelt auf einen Punkt. Und der FDAX handelt auf einen halben Punkt und dann lässt sich das nicht vereinbaren. So, hier haben wir mal ein bisschen eine Order, 300 Kontrakte, zack, geschluckt. Ja, jetzt gucken wir mal, ob der Markt hier anhält oder durchgeht. Wie gesagt, 300 Kontrakte ist jetzt nicht massig viel, ja, aber so einen Punkt kann man sich dann immer mal merken, dann halt, ne, ob der vielleicht eine Rolle spielt. Ja, später mal oder jetzt gleich, ne, wenn wir dann sehen, wie der Markt jetzt hier rumeiert. Wenn nicht da, wenn man da jetzt sagt, okay, ich bin da drauf aus, dass der Markt die Order schluckt, ja, dann hätte man davor, ab da, wo man sie sieht, schnell Market Sell klicken müssen, so wie ich das ja heute im DAX gemacht habe. Und dann ist man halt innerhalb von einer Minute dabei, ne, so ein paar Sekunden jetzt hier, wo die Order geholt wird. Da hat man ein, zwei Punkte mit einem großen S&P Futures sind das dann halt $100. Ja, so jetzt hier die Verkaufsorder jetzt rein. So, da können wir mal ein Mikro reintun. Mal gucken, ob er die handelt. Ja, da haben wir jetzt eine große Verkaufsorder nach Level 2. So, kann natürlich sein, dass diese Order weggehandelt wird. Dann werde ich jetzt hier gleich ausgestoppt. Aber wenn die jetzt erhält und wenn die jetzt nicht doll weggenommen wird, dann wäre es nochmal ganz gut. Dann würde die Verkaufsorder weitergehen. Lass jetzt kurz ein bisschen Luft dran. Also, da hat jemand sozusagen das gekauft, die Order. Wenn es jetzt noch kurz durchgeht, dann ist okay. Ja, würde der Markt jetzt hier noch ein Stück weiter steigen, müsste ich halt raus. Also das wäre jetzt das Event. Jetzt hat er sie gehandelt. Jetzt ist immer noch die Frage, was passiert jetzt danach? Wenn es gut wird und die Minute jetzt tief schließt, dann kann der Markt hier auch nach unten gehen. Wenn man jetzt hier diese Order jetzt kauft, ja, also deutlich gekauft wird, dann gehe ich jetzt auch raus. Ja, jetzt bin ich halt auch ausgestoppt. Hätte man es jetzt genau andersrum gehandelt, das heißt über dem, also über der großen Order die Longs reingenommen, dann wäre es halt jetzt der Gewinntrade gewesen. In dem Fall war es jetzt ein Verlusttrade. Hätte für mich aber jetzt auch mehr Sinn gemacht, diese Limit Sell Order als Entry, weil wir hier in einem Impuls halt sind, der ja abwärts gerichtet ist. Also hier in dem Fall sogar jetzt mal halt, ja, so ein Verlusttrade. Also der Markt ist hier runtergekommen, die Order liegt hier dran. Und im Normalfall, also wie gesagt, auch da kann man genauso Fehltrades machen. Im Normalfall wird diese Order dann gehandelt und dann schrubbt der Markt an dieser Order entlang nach unten in vielen Fällen. Vielleicht war jetzt der Impuls halt hier zu schnell gewesen, dass jemand das jetzt aggressiv nutzt, um hier zu kaufen. Ja, na, gut. Haben jetzt ein paar Euros verloren, ist aber okay. Ja. Wenn man es ganz, ganz eng handelt, das Ganze, wenn man es ganz eng handelt, ist es so, dass man sogar den Stop direkt ein Tick darüber handeln kann. Ich mache den Stop nicht darüber, weil oft ist es so, ich zeichne es nochmal kurz. Also, wir haben jetzt, halt, ich zeichne es mal so. Wir haben hier diese lange Level 2 Order und im Normalfall ist es halt oftmals so, dass der Markt sozusagen, machen wir den Kurs mal blau. So, der Markt läuft hier dran und prallt
davon ab und geht dann manchmal schon runter und dann gibt es manchmal so ein, wie so eine Art Mikrostich, wo der Markt da drüber geht, sich das holt und dann erst runterfällt. Und deswegen habe ich hier ein bisschen mehr Luft gelassen, ja, dass der Markt halt, falls er die rausnimmt, dann runtergeht. Hat er in dem Fall jetzt nicht gemacht. Bis jetzt ganz gut soweit. Und am Ende haben wir jetzt einen engen Stop gehabt. Ja, 20, ja. 29 Euro, nee, 30 Euro verloren. 30 Euro waren es jetzt. Ja, genau. Aber okay. Ja, aber im Normalfall, wenn es halt im Trade gut runtergeht, so wie heute im DAX, wäre es ganz gut. Also, ich hätte jetzt an der Stelle nicht über dem, also nicht darüber, den Long gehandelt, weil ja, wir in einer Abwärtsbewegung waren und ich davon ausgegangen bin, dass der oder jetzt ausgegangen wäre, dass der Markt jetzt die große Order halt nimmt. Ja. Aber seht ihr, kann man halt auch verkehrt interpretieren. Gut, wichtig jetzt, der aggressive Käufer, der jetzt hier Attacke macht, der ist nun froh gewesen, dass er hier seine 600 Kontrakte halt bekommen hat. Ich müsste jetzt mal kurz gucken, ob die wirklich gehandelt worden sind. Lass mich mal hier schnell reinschauen. Da habe ich ja den. Ja. Ja, die wurden auch gehandelt. Genau. Ja, also von daher alles gut. Aber hätte echt gut gepasst, zumal davor auch zweimal verkauft wurde schon. Also das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Aber auch da sind dann halt 600 Kontrakte dann halt ja, zu wenig. So, irgendwie ist jetzt gerade meine Maus weg. Ah, da ist er. Gut. So. Also das mal ein Fehltrade, ne? So. Gut. Jetzt kommen wir wieder dort runter. Jetzt kann man überlegen, wie gesagt, ob an der Stelle halt der Markt dann halt, jetzt sind wir halt hier oben in dieser Trading Range halt hier im S&P und oh. Wo wollen Sie denn hin, die Jungs? Mal hier das mal aus. Jetzt sind wir hier voll im Trading drinne. Also, das ist der S&P im 30-Minuten-Chart. Wir sehen jetzt hier, dass der Markt sozusagen hier das Tief kauft. So, das Tief kauft da. Oben kommt er nicht drüber. Und wahrscheinlich hat der Dirk da seine Linie, ne? Der hat da eher im Dow doch seine Linie, ja. Die 26.300 hier, da will er nicht drüber. Schön wäre es halt gewesen, jetzt hier im Sinne der Verkaufsorder, also dieser Level 2 Order, wäre es natürlich jetzt ideal gewesen, ne? Wenn der Markt jetzt hier das Level verkauft hätte, ne? Und schöner ist natürlich prinzipiell, wenn so eine große Order halt im Kontext gesehen in so einem bestehenden Abwärtsimpuls halt entsteht. Das heißt, wir sehen bereits einen intakten Abwärtstrend. Und wenn man dann sieht, dass da die Level 2 Orders kommen, dann ist es sehr oft so, dass der Markt dann auch diese wirklich gut halt rausnimmt, weil man dann merkt, okay, da wird wirklich gerade eine richtige Order gehandelt und dann kann man sich da wirklich richtig gut draufhängen mit. Und merkt dann so richtig, wie der Markt das dann abverkauft und unterhalb dieser Limit Orders dann immer wieder runtergedrückt wird. Und dann macht jeder Algo dort mit und das im Candle Chart, auch im Minuten Chart gibt das dann so richtig gleich laufende Kerzen. Das heißt, wenn man dann abwärts das sieht, sieht man dann halt wirklich so konstant solche kleinen Kerzen, die dann sehr, sehr, ja, sehr symmetrisch sieht der Verlauf oder ja, wie an der Schnur gezogen sieht dann der Verlauf dann halt aus. Ne? Das war jetzt hier in dem Fall halt nicht so. Gut, jetzt hat man hier nur das letzte Tief halt rausgenommen und ja, ziemliche Eierei hier. So, jetzt können wir hier nochmal unseren Trade hier anmachen. Ja, also, wie gesagt, das wäre natürlich richtig gut gewesen. Ja, die Order an einem Level. Ja, was durchaus ja richtig gut gekommen wäre zum Verkaufen für weiterfallende Kurse. Und da sieht man ja, ist der Markt hier erstmal nach oben gegangen.
Gut, hier würde ich jetzt auch in der Range jetzt nicht handeln. Prinzipiell jetzt in der Range, die wir jetzt hier haben, wäre ja hier unten eher Long und oben dann die Short-Seite. Müsste man jetzt gucken, ob der Ausbruch hier auf der Oberseite gelingen kann. Ja. Normalerweise bin ich schon auch so ein Typ, der so ein bisschen auch versucht, die Breakouts zu handeln, also das heißt hier die Longs, aber gerne dann eher von unten aus. Also jetzt hier oben einsteigen auf den Breakout, das wäre mir jetzt nix. Mal sehen. Gut. So, jetzt kommt hier da so ein bisschen Limit rein. Mal gucken, wie die jetzt, man merkt so, der haut hier so ein bisschen ab vor dieser Order hier. Mal sehen, wie weit sie das jetzt nach oben pushen. Fällt der Markt hier drunter, würde ich davon ausgehen, dass wir den abverkaufen und dann hier den schnellen Stich auf der Unterseite sehen. Das Level hier, das stimmt auch manchmal nicht ganz genau, weil das der zu handelnde Chart ist der Mikro. Ja, der zu handelnde Chart ist der Mikro. Deswegen, ihr seht das vom Spread her, eiert das hier so ein bisschen drumrum. Wenn man sich jetzt hier den großen aufmacht, also das Original, ja, da sieht man es hier auch im Original, sitzt der dann halt genau da drauf, ne? So. Man könnte sich jetzt hier noch die Markttiefe und die Time and Sales Liste hier anmachen und dann würde man dann sogar sehen, wenn die Order hier gehandelt würde, ja. So, jetzt sieht es doch aus, dass wir hier nach oben weg wollen. Also man sieht hier immer, es wird eng am Limit, also immer reingeschoben wieder. Ja, gleich 16 Uhr. Mal gucken, neue Stunde. Also würde mich jetzt nicht wundern, falls wir den Ausbruch auf der Oberseite versuchen, unterhalb der 3200 wäre dann das Thema nochmal tief und dann wieder hoch. Müssen wir halt mal gucken, was der Markt jetzt da macht. Aber ich würde jetzt hier die Stunde abwarten. Aber das könnt ihr euch hier auch im Chart, im Fenster hier nochmal anzeigen lassen. Ihr könnt das auch noch filtern nach Volumen hier. Das Ganze, also dass ihr euch nur eine gewisse Anzahl von Voluminas hier anzeigen lasst, das geht halt auch, ja, wenn man halt nur die großen handeln möchte. Man kann auch hier draus handeln, aus diesen Bereichen hier raus, aber dann handelt man halt außerhalb des Day Traders. Ja. Und dann ist man auch im Hedge-Modus, das heißt, man muss den Trade dann auch anders schließen. Das ist halt ganz wichtig, dass man das versteht. So, wir haben jetzt hier gerade das angehandelt, die 3200, da müsste es jetzt durchgehen, damit das was wird. Und wenn nicht, sind wir weiterhin, bleibt man in der Range. Ja, und dann würde ich, also den Long hier oben würde ich nur eingehen im Sinne dessen, dass wir wirklich zur neuen Stunde versuchen, die Range auf der Oberseite zu verlassen. Ansonsten nur Longs hier unten irgendwo rein. Also bei 3197. Ganz schöner Affentanz. Was habe ich gesagt? Ich wollte eigentlich gar nicht handeln, ja. Ich möchte mich gar nicht dran erinnern. Nee. So, letzten paar Sekunden. So, dann gucken wir mal. Also wie gesagt, man muss halt auch aufpassen, dass man, wie gesagt, es gibt immer so, auch im Level 2, auch immer so Sachen, wo sich was denn bildet. Also mit einer gewissen Zeit sieht man das und dann kommt es auch immer darauf an, ob dieses Muster halt dann zutrifft, was man da, das ist halt schlecht zu schulen, das muss man halt sehen. Und wie gesagt, es war, der Anfang hier war gemacht, aber es war jetzt noch nicht so, wo ich sage, deswegen würde ich jetzt in den Trade halt eingehen. Hätte jetzt auch im Kontext nicht gepasst. Ja, und vielleicht auch die Trader, die hier oben das jetzt verkehrt gesehen haben, die müssen jetzt gerade raus und jetzt schrubbt es den Markt hier nach unten. Jetzt gucken wir mal, wie schnell das Ganze jetzt da war.
Und ob der Markt das jetzt wieder im Sinne der Range halt hier jetzt ganz normal handelt oder ob wir den Ausbruch jetzt hier darunter sehen zur neuen Stunde. So. Neue Stunde, neue Akteure. Also, letzten paar Sekunden, das wird ein Dirk auch freuen, letzten paar Sekunden wieder unterhalb von 26.300, also per Stundenschluss halt nicht ge geschafft, da drüber zu gehen. So, im Sinne der Range müsste man ja eher den Long suchen. Schauen wir mal. Also so ein direkter Abpraller und weg mag ich eigentlich nicht. Jetzt mal gucken. So, das geht hier ein bisschen mehr Gas auf der Unterseite. Ich trade hier den Ausbruch. Mal gucken. Da ist gerade ein bisschen Dampf drauf. Ja, der zieht mir in der Minute ein bisschen zu stark. Guck mal hier, hat der Dow das nach unten geschafft? Was ich halt nicht mag, sind halt dieses doch, also, oder es kann halt auch sein, dass jetzt mit der neuen Stunde sich die Wohle halt einfach erhöht hat, jetzt zu den Kerzen davor, die so klein waren. So, jetzt gucken wir mal, wie die Eindeckung hier kommt. Der Dow hat auch genau knapp dieses Tief hier unterschritten und kommt jetzt wieder hoch. Also wenn die Order jetzt läuft, dann sollte sie hier dran dippen und jetzt wieder runterkommen. So, schauen wir mal. Und wenn es halt doch nur ein Fehlausbruch war, dann ist eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt da draußen sind. Jetzt gucken wir mal, ob Richtung Ende der 5-Minuten-Kerze das Ding nochmal nach unten rollt. Wie gesagt, die Amis machen sowas immer gerne zum Ende der Minute. Wenn jetzt der Markt hochzieht, dann war es ganz gut, dann ist es nur ein Fake. Wenn die Minute jetzt hier unten schließt, irgendwo Richtung 3,90, dann könnte man davon ausgehen, dann kommt nochmal eine Welle. Auf der 95 lag vorne die große Order, hier auf der 95 die Verkaufsorder. Also wenn die jetzt immer wieder aktiviert wird, ja, dann sollte der Markt hier nicht über die 95 drüber. Schauen wir mal. Bis jetzt ganz gut, dass wir hier so schnell raus sind aus dem Short. Also der Ausbruch auch nicht wirklich durchgelaufen. Zurück in die Range. Angedippt.
Das wäre jetzt wieder feuerfrei nach oben hier fast. Zum Beispiel jetzt ist für mich das Orderbuch überhaupt nicht interessant. Ja, das ist jetzt nichts Auffälliges. Das sieht aus wie unten angefixt, ja, und jetzt zurück in die Range. Wir achten mal hier auf die 97. Mal gucken, ob er drüber kommt. Ja, ist, so hässlich. Naja. So, jetzt haben wir gleich das Hoch der 5-Minuten-Kerze im Dow gerade angefixt. Wenn sie mal noch mal Range machen, dann kommen sie jetzt noch mal runter oder Trend hier im S&P. Ja, dann ist da das Hoch der 5-Minuten-Kerze die 97. Naja, das war es auf der Unterseite. Ja, jetzt hier long reinzugehen, das ist mir dann schon wieder zu hoch. Ja. Ach, dieses Hin und Hin her, hin her. Also hier oben hat man versucht, den Markt auf der Oberseite, also von der Story her glaube ich, wie gesagt, ich bin ja, kann da auch immer nur Rätsel raten, aber von der Story her glaube ich, dass man es hier versucht hat, auf der Long-Seite den Markt versucht hat, hier zu halten und rauszupressen. Auf der Oberseite, das ist nicht gegangen. Das waren hier die Stops. Dann gab es hier diese paar Breakout-Trader, die, so wie auch ich, das mitgehandelt haben. Und hier baut man jetzt wieder Neulong auf und wird jetzt hier oben genauso wieder versuchen. Und natürlich, nachdem der Markt halt so ein Tief rausgenommen hat, hier zu versuchen, nach oben durchzugehen, wie man das auch hier davor gemacht hat. Das ist, glaube ich, jetzt das, was relativ was laufen könnte. Ja, also diese V-Formation. So, wenn ich jetzt so unterstelle, dass der Markt das halt diesmal schafft, dann kann man hier noch long reingehen und auf den Ausbruch durch die 3200, 3202 plus Ausbruch durch das Hoch mitspekulieren. Aber wenn dem so nicht ist, geht man jetzt hier oben nur Risiko ein. Ja, so. Ich bin mal mit einem drinne. Mal zum Gucken. So, jetzt kommen wir schon da hoch. Ans letzte Hoch ran. Mal gucken, wenn es durchschnitt, kann man den gleich glattstellen dann. So, jetzt haben wir hier das letzte Hoch genau angelaufen, hier die 01. Mal gucken, ob es noch durchgeht. Dass wir hier kurz das rausnehmen und dann wäre eigentlich feuerfrei. Jetzt habe ich halt nur einen drinne von dreien, die ich sonst eigentlich Minimum handle. Aber es war mir hier schon zu weit oben. Ich habe auch zu lange jetzt überlegt. Und wie gesagt, habe ich ja so ein bisschen die Story erklärt dahinter. Jetzt mal gucken, ob es für den Plop ausreicht hier durch das Hoch dieser 5-Minuten-Kerzen und dann hier feuerfrei auf der Oberseite. Aber ich möchte hier oben jetzt auch nicht aufstocken, den Trade. So, paar Sekunden noch. 5 Sekunden, dann geht die neue 5-Minuten-Kerze los. Eventuell klicke ich. Mit der 9, klicke ich nicht, mit der 9, dass die gleich in der ersten Minute durchläuft. Die muss in der ersten Minute halten, halten, halten. Dann könnte ich hier oben vielleicht nochmal einen reinnehmen auf der 2 als Breakout-Trade. Aber normalerweise wird sowas halt auch gern gekontert.
Und schaffen wir es, Junge. 30 Sekunden noch. Wir sichern das Ding zumindest mal plus minus 0 ab. Und jetzt gucken wir mal, ob der Plop kommt auf der Oberseite. Wenn ich jetzt mehrere Kontrakte hätte, drei, wäre auf alle Fälle hier oben einer raus. Dadurch, dass ich nur einen habe, kann ich nur sagen, entweder ich nehme 10 Euro mit oder ich gehe halt mit mehr raus oder plus minus 0. So, 10 Euro wären mir jetzt, ja, kann man sagen, ist auch okay. Das kann da jeder halten wie ein Dachdecker. So, erste Minute hat gehalten, aber der Plop auf der Oberseite kam nicht. Also dennoch hält der Markt das Level, ne? Also jetzt müsste der Plop kommen. Okay, jetzt gucken wir mal, dass er. So, ich habe jetzt zwei aufgestockt. Jetzt gucken wir mal, ob er die 500 Kontrakte hier oben vielleicht jetzt nimmt. Jetzt mal ein bisschen Risiko hier hoch. Na, komm her, damit man das sieht. Mal groß gemacht. Also, dass wir uns auch hier reinstellen wie derjenige. Mal gucken. Ja, schon sehr zaghaft, ne? Also da oben. Normalerweise geht das eigentlich normal viel schneller, dass man das Level haben möchte. So, jetzt ein Push an das ran, ans Tageshoch hier. Und feuerfreie Meister. Nicht? Ja, ein raus zur Sicherheit. Rest plus minus null. Also entweder oder. So ein noch am Tageshoch. Oder hier machen wir es so, wenn der kommt, da hochkommt, da durchschießen sollte. Ja, jetzt merkt man hier schon, die machen dieses Frontrunning, nennt das. Also jeder verkauft jetzt so unterhalb dieses Typen da, der da oben drinne steht, und gehen da so ein bisschen die Shortseite rein. Und wenn wir Pech haben, werden wir hier gleich kurz mal ausgestoppt und dann geht es erst hoch. Mal gucken, wer größer ist. Also ob wir ohne Stop-Loss rausfliegen oder direkt Feuer frei sehen. Ich mache es jetzt so, über der Order, zack, oh, noch schön, schön was bekommen. Einmal Market. Jetzt bin ich da nicht raus. Was ich jetzt machen wollte, ist, wenn er die rausnimmt, von den 600 im Übrigen nur 300 gehandelt, 200 gelöscht. Und jetzt machen wir mal, jetzt weiß ich gar nicht, was ich an Trailing-Stop hier anhabe. Ja, jetzt lassen wir hier mal den Trailing-Stop. Limit Buy noch rein. Ja, habt ihr das gesehen hier? Limit Buy noch rein. Wenn die jetzt noch ein bisschen hält. Komm, wir machen es hier hin so. Jetzt muss er durchgehen. Das war jetzt ganz gut. Und jetzt Feuer frei. Komm, Junge. Zeig, was in dir steckt. So, hier ist der 5-Minuten-Chart, also genau am Tageshoch. Und aber habt ihr das gesehen? Am Ende die Order geholt. Wir sind jetzt raus aus dem Trade. Man kann den auch anders managen. Stop-Loss halt unter das Tief der 1-Minuten-Kerze draufsetzen, dass die 5-Minuten-Kerze dann oben schließt. Das ist auch möglich. Ja. Aber ja, okay. Waren jetzt ein paar Euros. Boah, haben wir den Verlust von davor wieder aufgeholt. Ja. Also optimal wäre, also wo bin ich jetzt davon ausgegangen, dass der Markt die Order holt? Ja, also die Order holt und nochmal hier so einen kleinen Push macht. Also das, was wir hier gesehen haben, da war ja auch die große Order, sehr erholt sich die und dann das hier, dass ich die 2 Minuten noch sehe, das wäre halt meins gewesen. Ja. Kam nicht. Ja, wie gesagt, aber es ist ja auch nur, also das Ziel hier ist ja auch nur ein Zwischen. Also wenn jetzt der Markt halt rennt und hier ausbricht, dann ist das auch nur eine Zwischenstation, die ich jetzt wirklich nur aufgrund des Level 2 jetzt gemacht habe, den Trade. Wenn man jetzt den Stop hier ganz klassisch im 1-Minuten-Chart oder mit im 5-Minuten-Chart nachzieht, dann liegt der ja ganz woanders. Aber das sind ja sozusagen die Trades, die man ja daraufhin
dann sozusagen executed, also ausführt. Ja. Und ihr habt auch gesehen, ein Trade habe ich hier zu null glatt gestellt, weil ich das Risiko rausnehmen wollte, weil es mir da schon zu lang gedauert hat. Aber das waren jetzt mal so Tatsache, heute eher zufällig, zwei Trades, die jetzt zumindest da oben und da unten der eine nach Level 2 halt waren. Der hier unten der Trade, also wie gesagt, jetzt im Optimumfall wäre eigentlich hier drei Kontrakte drinne, weil die Story halt schon gut lesbar war, die ich aber euch hier noch erklärt habe. Und so gesehen, ja, der Exit bis jetzt hier oben am Tageshoch, aktuell noch, kann mir auch vorstellen, dass der Markt auch weitergeht hier, noch den Ausbruch macht. Ihr seht das ja hier rechts im 5-Minuten-Chart vom großen S&P. Ja. Und da seht ihr auch die Order jetzt da oben in Summe. Mal wie viel auf der 5? Ja, da wurden jetzt in Summe 1.300, 575. Ah, nee, ich habe mich vorhin verguckt wahrscheinlich. Ich habe, sorry, auf der verkehrten Seite geguckt gerade. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die 600 gehandelt wurden. Müsste ich nachgucken. So, jetzt könnte es weitergehen. Ja, und jetzt wäre es halt so, wenn ihr jetzt hier oben immer Limit seht, dann könnt ihr euch vorstellen, dass jemand, der hier die Position gebaut hat, also jemand, der hier die Longs hier aufbaut, der stellt die per TP dann hier oben glatt. Also hier glatt, da glatt, da glatt. Und warum kriegt er die Position da oben raus? Aus dem einfachen Grund, weil es ja auch neue Leute gibt, die erst hier oben long gehen. Ja, die halt long gehen, ist blau, die hier oben erst long gehen als Breakout-Trader, als Ausbruch durch das Tageshoch, die ja erst am Tageshoch kaufen und damit ja erstmal jetzt davon ausgehen, dass der Markt jetzt höher geht. Ne? Das ist ja das Interessante, das Ganze. So, jetzt können wir ja mal trotzdem schauen, ob es hier an dem Hoch halt neue Käufer gibt, ja oder nein. Also die Story nochmal ganz kurz, war heute doch dann klar. Ne? Also wir haben so gesehen Käufer gehabt, die unter dem Tief gekauft haben, deswegen auch meine Verkaufsorder dort weggenudelt haben. Ja? Also das habe ich hier verkehrt interpretiert, aber hier war es eigentlich klar. Das heißt, hier habe ich es noch nicht gewusst. Aber hier war es dann auch noch nicht klar. Also hier in diesem Bereich, diese 2, 3 Minuten hier nach oben, da müsste es eigentlich jeden dämmern, dass man versucht, den Markt jetzt oben rauszukriegen. Und das hier vorne, warum der Markt da nochmals runtergegangen ist, weil genau hier in diesem Bereich schon welche versucht haben, nach oben wegzukommen. Und die sind die, die hier auf der Unterseite ausgestoppt worden sind. Das ist die Story dahinter. Ja. So, jetzt sieht man hier auch mehr Kontinuität. Also wir sehen hier einen sehr, sehr guten Lauf, also von den 1-Minuten-Kerzen. Jetzt wäre halt typisch, den Markt auf der Unterseite anzufixen, eine lange Kerze runter. Also die Kerze, die wir hier hatten, ja, dass man so eine Kerze hier mal kurz hinstellt. Sowas hier. Ja, da wüsste man, okay, da gibt es wieder aggressive Trader, die genau die Leute haben wollen. Und wenn es die gibt, dann muss man gucken, wie baut danach der Markt halt auf. Sowas hier wieder. Und wenn der Markt hier diese Kontinuität hier beibehält, also dieses stetige Steigen hier, was vielleicht dann auch später in eine Konsolidierung übergeht, dann daran kann ein richtig massiver Plop auch auf der Oberseite kommen. Ja, das ist so die Story jetzt dahinter. Also die Konsolidierung am Tageshoch ist oft genug gut für die Trendfortsetzung, um dann wirklich Powerplay zu haben, eine Order am Markt zu haben. Und wenn sie es halt gut machen, machen sie es ohne anfixen. Wenn sie es halt mit der fiesen Nummer macht, dann fixen sie es nochmal an. Das heißt, die schießen nochmal kurz runter, um dann halt zu kontern. Ja, kommt halt immer drauf an. Wie genau, weiß ich auch nicht. Da muss man dann halt, wenn man im Trade ist, muss man halt immer überlegen, ist es das noch? Ist es das nicht mehr? Was ist die Gefahr? Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier oben einsteigen würde, würde ich persönlich, wollen mir denn die Gefahr, also klar, würde ich immer darauf warten, dass der Plop auf der Oberseite kommt, aber auf der anderen Seite weiß ich einfach, wenn die Gefahr kommt, dass die das anfixen und der Markt fällt dann hier irgendwas runter, da weiß ich einfach nur, ich habe nur Risiko. Also würde ich hier oben solche Trades dann auch immer plus minus null erstmal beenden, ne, wenn der Plop halt nicht kommt, ja, bevor es mir da nach unten die Füße weghaut. Gut. Ja, ich hoffe, ihr konntet mir so ein bisschen folgen. Ja. Dann,
Dann so, da haben wir jetzt den Plop, also jetzt kann man dann doch. Jetzt gucken wir mal hier oben, nächste kleine, etwas kleinere Order, ne, die dann normalerweise auch weggenommen wird. Wir können es uns hier mal zusätzlich hier, hier, das ist da, wo ich noch drauf gucke, angucken. Ninja Trader. Also von den, waren wir jetzt ja bei den 300 schon dran? Das heißt, nee, waren wir noch gar nicht dran hier, die 300. Die minimals auffallen. Was natürlich halt gut ist, wenn man zum Beispiel so eine größere Order sieht und plötzlich verschwindet die kurz vorm Anhandeln, dann weiß man, okay, der ist noch nicht bereit rauszugehen, der schiebt ja halt immer höher, höher, höher. Ist natürlich auch gut für den Long, weil wenn derjenige mit seinen 300, 400, 500 Kontrakten davon ausgeht, dass der Markt halt höher steigt, ja, dann ist er natürlich noch viel besser. Ja. Oh, da oben kommt wieder eine Order ins Blickfeld. Ne? Habt ihr das gesehen? Wenn es so ein bisschen höher tickt, kommt nochmal die nächste Order da. Nochmal mit 400. Also, das kann jetzt dann doch laufen. Ja, also mit einem Stop-Loss über einen 1-Minuten-Chart wäre man sogar mitgekommen. War jetzt aber nicht mein Ziel. Jetzt mal gucken. Ne? Und solche Sprünge hier von der kann der Markt auch ganz schnell machen. Ihr seht zumindest hier oben, was jetzt hier ein bisschen auffällig ist, ne, auf der 7,5, da rotiert er ganz schön, ja, schon 500 Kontrakte, hier schon 1000. Also hier stellt jemand immer wieder Verkaufsorders rein. Ne, also auf der 7,5, ja, in Summe schon 1000 Limit Sells reingestellt. Ja, also das heißt, hier gibt es immer jemanden, der immer wieder die Order hier auffüllt. Sogenannte Eisbergorder ist das. Ja, also hier stehen 82 oder 100 drinne. In Summe haben wir hier schon 1100 gehandelt. Das sind hier Market-Käufer, die gegen den Limit-Verkäufer halt handeln. 1200 jetzt schon. Also hier oben ist auf alle Fälle kurz mal der Deckel drauf. Mal 1400. Ja, dagegen auch Short zu gehen, ist auch eine Option. Ja, kann man mit einem 3-4-Tick-Stop handeln. Aber im Sinne eines Impulses ist es halt einfach so, dass jemand halt hier aussteigen kann, ohne dass der Markt fällt, weil es entsprechende Käufer gibt. Und es muss halt nicht zwangsläufig sein, dass wenn derjenige, der hier reinverkauft halt, dass der dann später auch seinen, dass der Markt dann fällt. Ja, das muss auch nicht sein. Ja. Bester Börsenstory-Erzähler. Ja. Gut, also ich würde bis jetzt bis 16:30 mir das hier noch angucken. Ja. Also am Ende kann man wirklich froh sein hier unten, dass ich den Short, den Breakout-Trade so schnell zugemacht habe, dass mir das nicht gut vorkam. Das war ganz gut, ansonsten hätte es mich hier nochmal rasiert. Und der Long, ja, war zu spät, aber auch eigentlich kann, so gesehen war er gut. Und auch das Level 2, auf den Level 2, der Trade war eigentlich schon ganz cool. Schade nur, dass er halt den wirklich genau angelaufen hat und nicht durch. Das ist halt. Aber das ist halt das Schöne ja auch, dass man jetzt auch hergehen kann und immer wieder, ja, auch für sich selber immer wieder das rauskristallisieren muss. Was habe ich denn heute gut gemacht? Welche Situation habe ich wie rausgeknobelt? Habe ich das erkannt? Konnte ich die Veränderung der Struktur des Marktes halt rechtzeitig aufnehmen? Ja, also das ist jetzt egal, ob jetzt Future Trading ja oder nein, das spielt ja dabei keine Rolle. Ja. So, und deswegen sollte man hier halt einfach auch ja, also am Ende muss man halt das auch mit oder ohne Future halt erkennen. Ja. Und wie gesagt, auch perfekt eigentlich das Beispiel heute eingestiegen hier mit dem Verlusttrade. Zeigt ja auch, dass man das auch manchmal verkehrt interpretiert, ja. Das heißt, wenn es einen Käufer gibt, der das haben möchte, diese Liquidität, ja, die Orders, dann nimmt er die halt einfach weg. Ja, das ist dann so. Aber wie gesagt, der Verlust sind hier 30 Euro mit drei Kontrakten. Das ist jetzt nicht viel. Ja, gleiche Strecke hier war es doppelte an Strecke gehandelt, zwar jetzt ohne Level 2. Aber dennoch. Ja, okay. Ja, ich stand da vorher bei 30,28 €, stehe jetzt auch bei 30 Euro. Der Sound vom Ninja ist grausam. Hab das gleiche Problem, kann man aber in den Einstellungen ausstellen. Ja, also da gibt es unter Einstellungen gibt es die Soundfiles, die kann man ausstellen.
So, jetzt gucken wir mal hier oben, ob derjenige bis 17:30 das hier noch ein bisschen raustackern möchte. Aber ihr seht hier oben, ja, wenn man jetzt das mal hier sieht, was hier oben in diesem einen Punkt gehandelt wurde. Ja, also wir sind hier bei der 7, haben wir in Summe, warte, wir können es mal anders uns anzeigen lassen. Hier, seht das? Also mit dem Plop ganz wenig Kontrakte und jetzt hier oben rödelt der Markt hier 3.800 Kontrakte, 3.100, sind wir bei 6.000, 7.000 Kontrakte plus 3.000, 7.000, 10.000 Kontrakte in Summe hier oben gehandelt. Also das ist denn schon, da ist schon jemand da, der auf alle Fälle den Markt, man nennt das, absorbiert in dem Bereich. Muss jetzt nicht zwangsläufig sein, dass der Markt hier so stark nach unten fällt, aber da ist auf alle Fälle was da. Und das halt knapp über dem Tageshoch, ja, kann auch immer sein. Also entweder ist es eine Rotation, nennt man das. Das heißt, wir haben, also die Rotation wäre, der eine gibt den anderen so, übergibt den Trade. Also das wäre der Fall. Wir haben Long Trader. Ich mache jetzt mal beide blau. Der Long, oder sagen wir mal, doch, der Long Trader ist jetzt nicht, oder wir machen es richtig. Der Long Trader geht jetzt per Limit Sell hier oben raus. Der geht hier raus per Limit Sell. Und jetzt kommt der neue Long Trader, den mache ich mal viereckig. Der neue Long Trader, der kauft jetzt hier. Und der kauft in der Erwartungshaltung, dass der Markt da durchgeht. So, das heißt, der hat hier, keine Ahnung, 10.000 Kontrakte gekauft, hier auf den ganzen Weg da hoch, kann jetzt die 10.000 Kontrakte hier abschmeißen, der andere kauft die 10.000 Kontrakte und danach stellt sich halt die Frage, was macht der mit den 10.000 da oben? Ja, und vielleicht hat der, muss der ja in Summe 30.000 Kontrakte kaufen, ja, und dann ist er froh, dass er hier schon mal 10.000 auf einem Level hat, dann kann er den Markt weiter nach oben schieben. Und was passiert, wenn halt wenn keiner mehr bereit ist, auf neuen Hochs zu kaufen? Was würde passieren, wenn der Markt hier runterfällt? Muss der seine 10.000 Kontrakte dann hier abverkaufen? Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was danach passiert, ne? Dann fällt der Markt halt hier nach unten, logischerweise. So, jetzt sind wir wieder da oben, ein Tick höher über dem Tageshoch. Mal gucken, wie schnell wir jetzt hier oben. Was wir jetzt mal machen könnten, mal sehen, ob wir es jetzt schaffen noch. Wie viel werden von den 450 Kontrakten denn wirklich gehandelt? Können wir ja da mal gucken, wenn es da hochgeht. Dann sieht man das rechts als grüne Zahl. 450 ungefähr. Mal gucken. So, jetzt gucken wir mal, ob wie viel gehandelt werden. Ich schalte mal hier um. So, jetzt sieht man es im grünen Feld, wird es man jetzt gleich sehen. 400 sind noch drin, also 50 sind schon gelöscht. Ja, von den 450. Jetzt sind wir bei 390, also das heißt, die löschen die Orders, ja. Je höher es ging, desto weniger werden es. Ja, vielleicht hat er die auch gesplittet. Hier unten sind jetzt ein bisschen mehr geworden. Sind wir bei 200, ja. Vielleicht hat er die 450 auch auf beide Levels aufgesplittet. Kommen für 16:30 noch den Block da dran. So, wenn es jetzt runtergeht, dann steht er doof da, ne, mit seinen auf der 2310. Also wenn es runtergehen würde, ne, oder wenn es runtergeht, wissen wir ja nicht. Und das ist halt auch ein Grund, warum halt viele halt dann doch nicht limitiert handeln, ja, weil sie halt immer Angst haben, nicht gefüllt zu werden. Aber wenn es halt in so einem Umfeld ist, so 350 sind, jetzt gucken wir mal, auf wie viel von den 350 jetzt gehandelt werden im ersten Anstich. Also von 450 sind auf alle Fälle 100 gelöscht. Und ja, 100. Also nicht direkt durchgelaufen. Mal gucken, wenn er einen Tick höher geht, wie viel ist, naja, gut, jetzt sind die 350 voll. Aber es stehen immer ja noch 100 drinnen, ja, und das heißt, hier schiebt jetzt auch immer ein Verkäufer nach. Weiter geht's. Also am Ende ist der Käufer jetzt hier groß genug und wir sehen den schönen Ausbruch denn doch richtig gut. Im Sinne der Story und im Sinne des Tradings, wie gesagt, über anderes Management kann man die Trades halt halten. Nur interessant ist halt immer, wie gesagt, zu gucken, was macht der Markt denn halt auch für sich denn später im Trading an solchen größeren Orders.
Sind sie denn irgendwann kann, wenn der Markt halt hoch genug gestiegen ist, irgendwann wird er an so einer etwas größeren Order dann auch mal kleben bleiben, ja? Und die dann halt nicht mehr durchhandeln. Warum? Weil je höher es geht, desto teurer ist ein Preis und je teurer was wird, desto mehr Verkäufer kommen halt auch auf den Markt. Ja. Wo halt am Ende oben ist, das sehen wir auch immer erst in der Nachbetrachtung, aber irgendwann kann das mal ein Hinweis sein. Und wenn man das dann im Kontext richtig interpretiert, kann man dann halt auch einen schönen Trade dann halt draus machen. Gut. Ja, dann ja, bin ich für heute soweit durch. Also auch im 5-Minuten-Chart, wer da den Stop-Loss hätte nachgezogen, ja, also wer jetzt so ohne zum Beispiel Level 2 handelt, ja, der ist vielleicht immer noch in einem Trade drinne, ja, als ganz klassischer Ausbruchs- und Trend-Trade. Also es läuft sehr, 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 sehr kontinuierlich hier nach oben. Das heißt, wahrscheinlich in den Techs wird es wieder laufen wie die Sau. Ja, und genau. Aber es hat sich dann hier schon angedeutet, nachdem der Markt diesen Ausbruch hier so gekauft hat, hat sich schon angedeutet. Und was jetzt bei den Amis wiederum das andere jetzt ist, was jetzt kommt, ist, und das seht ihr auch an den geringen Korrekturen, jeder, der hier unten zum Beispiel, so wo ich eingestiegen bin, oder da oben auch nicht bereit ist, da einzusteigen, der kommt da nicht mehr rein. Also, wenn ihr euch jetzt vorstellt, egal ob jetzt hier oder im DAO, ja, der dürfte ja wahrscheinlich so ähnlich aussehen, aber als Beispiel, ihr wartet jetzt darauf, dass der Markt hier so eine Korrektur macht. Ja, und dann seht ihr hier, guck mal, was der Markt hier korrigiert hat. Ja, das ist ja eher nichts oder auch hier, das ist nichts, wenn man danach dann sieht. Und das führt dann dazu, dass wenn man halt hier unten nicht rein ist, ja, da oben, glaube ich, fällt es ja einem jetzt schwer, jetzt hier einen Long zu eröffnen. Also mir wird es halt extrem schwer fallen, jetzt hier einen Long zu eröffnen, dass der Markt halt weiter steigt. Also mir persönlich bräuchte irgendwie den Rücksetzer, der halt aber nicht kommt. Und wenn der halt nicht kommt, dann haben wir das Problem. Ja, dann guckt man halt der Bewegung hinterher. Das war halt auch der Grund, warum ich hier nur mit einem rein bin, weil mir das eigentlich schon viel zu hoch war. Ja, dass es natürlich dann so schön läuft. Das ist genau diese Angst, die man dann auch hat beim Traden, weil als erstes muss ich mein Risiko managen. Und das Risiko wären jetzt hier, naja, auch 3 Punkte sind $15. Ja, ist jetzt nicht viel, ne? Aber bei 3 Kontrakten sind es dann schon $50. Wenn ich dann noch einen Punkt mehr gebe, dann sind wir bei $60. Und ja, da muss man halt überlegen, ob man das dann aus der Situation heraus, wenn der Markt hier irgendwie doch nur die letzten Hochs erreicht, da wegen $10 oder 11 oder 5, ja, ob man das dann halt macht. Aber bis jetzt macht es ganz gut. Wir können ja hier nochmal in den DAO reingucken. Also der DAO hat es jetzt auch geschafft. Schade, dass er jetzt hier da auch dann nicht. Also es sah eigentlich ganz gut aus, ne? Kein Schlusskurs. Oberhalb der 26.302 und dann auch nochmal das Tief dieser Stundenkerze rausgenommen und seitdem dreht er halt nach oben. Also muss man sagen, für mich schon eine fiese Nummer heute, was die Amis da gemacht haben. Aber darum geht es ja, das rechtzeitig zu erkennen. Ja, und jetzt hier im DAO müssen wir halt mal sehen, ob der Markt jetzt hier sozusagen, ja, wie er sich hier verhält in diesen Hochs hier hinein. Ja. Gut, ich hoffe, dass ich euch dann die Hochs vom 9.6., 10.6., ja genau, also das sind ja jetzt die nächsten noch, ist das hier, die 9.6. Ach so, ne, da, das ist ja für mich so meilenweit weg. 9.6., 10.6., da. Also das ist außerhalb meiner Vorstellung. Oder wie sieht es im S&P aus? Sind wir da schon höher? Ich glaube, das könnte man, oder? Jetzt gucken wir hier S&P rein. Machen wir hier mal aus. Sonst Tageschart an. Ach so, hier, da sind wir dran. Ah ja, gut. Ah ja, gut. Nichts gesagt. Im S&P ist immer hier knapp davor. Ich habe jetzt gerade in DAO reingeguckt, ja. Aber ja, also das hier, das wäre natürlich dann jetzt schon ein schöner Plop. Ja, genau. Also das wäre eigentlich jetzt so eine, ich sage eigentlich, müsste man sagen, ist das nur eine Fleißaufgabe, dass der Markt das jetzt hier holt. Ja. Also das würde ich jetzt schon, die 10 Punkte, die würde ich dem sogar, wenn die Konstellation so bleibt, also kann das schon sein. Also wo ich jetzt aufpassen würde, wäre,
Warum zeichnet er jetzt die Linie hier? Aus dem Stuhl, da sind sie. So. Also wo ich jetzt hier aufpassen würde, wäre, je näher wir da ranlaufen, also entweder beschleunigt sich das Ganze richtig schön dahin, also dass wir also dass man richtig merkt, wie die Dynamik halt immer schneller wird, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und dann kommt dieses FOMO, also dieses, dann kommt die Emotionstrades. Ne? Also wenn die kommen, dann kann man auch noch relativ weit oben mit reinspringen. Worauf ich halt aufpassen würde, wäre, wenn wir hier in diese Hochs hineinkommen, weil das sieht ja auch jeder, und da gibt es sicherlich auch genug Leute, die da oben dann reinverkaufen. Das heißt, wenn der Markt in dieser Region zu sehr ins Stocken gerät, dann würde ich aufpassen. Und auch Trader, mal als Beispiel, wir wären zum Beispiel ein Trader, könnt ihr euch auch selber vorstellen. Mal als Beispiel, ihr seid ein Trader, der ist hier unten long und ihr wollt da oben hin. Ja, ihr habt da oben eure Limits, Teilverkäufer, ja, so als Portfolioverwalter, whatever. Und jetzt seht ihr, dass der Markt ungefähr, ja, also hier so hoch läuft, ja, und plötzlich kommt er nicht, ja. Und dann ist auch so, dass jeder sich sagt, dieses Thema selbsterfüllende Prophezeiung ist genau der Grund, warum es halt nicht aufgeht, ja. Und das kann dann sein, dass der Markt so ganz knapp davor dann abdreht. So, und jeder sieht das, ja, und jeder guckt zu, und je weiter es runtergeht, desto schneller wird es auf einmal, weil auf einmal alle, die hier sozusagen, könnt ihr euch vorstellen, hier auf dem Markt halt drauf gucken, merken, okay, kurz vorm Ziel, ich bin gar nicht mehr bereit, so viel abzugeben. Und dann hauen die Leute sozusagen aus Limit-Tradern, wären es dann Market-Trader, und dann hauen die hier in diese Hochs hinein einfach ihre Trades halt raus. Und alle, die sozusagen Intraday hier handeln, ja, wenn ich den jetzt orange mache, der hier eingestiegen ist, der hier eingestiegen ist, der muss ja ganz schnell reagieren, und dann ist das wieder so ein, dann fällt das wieder alles in sich so zusammen, das Ganze. Ja, der Dow hat hier, ist halt hier ein bisschen besser. Der war halt nun genau hier oben dran, ne? Wenn wir jetzt mal hier im Dow H4, wie gesagt, es geht jetzt nur darum, dass man hier diese hoch sieht. Also der hat es halt ein bisschen besser gemacht mit dem Hoch da vom 19.06. So, können wir hier nochmal reingucken. Ja, das sind auf alle Fälle jetzt, das ist die lange Kerze, von der ich euch vorhin erzählte, ja, die ich hier schon erwartet hatte, ja, diese komische Anfixkerze. Das ist genau die hier. Die ist das. Da ist er. Und jetzt kommt es darauf an, was nach dieser Kerze passiert. Ja, also wie es vorhin auch schon sagte, nach der Kerze, wenn es gut ist, ja, schnelle Kerze runter. Und jetzt müssten sozusagen hier die Long-Aufbauten wieder rein. Vielleicht mit ein bisschen Range und dann wieder rein. Und dann kann man sich das ganz gut vorstellen. Dann beschleunigt sich das nach oben und die letzte Kerze sieht dann so aus. Und rennt ins Ziel rein. Könnt ihr ja mal gucken. Ich weiß nicht, ob es so kommt, aber ich weiß, wie es auszusehen hätte, wenn es gut läuft. Sagen wir es mal so. Also da nochmal vielen Dank für den Hinweis an den Resa. Gut, also hoffe ich, dass ihr doch ein bisschen was für heute lernen konntet aus dem Webinar Live Trading mit FX Flat im StereoTrader mit dem MetaTrader 5. Und ja, ein Gewinntrade nach Level 2, ein Verlusttrade nach Level 2. Und da sieht man halt, dass das auch nicht der heilige Gral ist, sondern dass das einfach ein weiteres Hilfsmittel ist. Und wenn ihr dieses Hilfsmittel im Chart halt sehen wollt und vielleicht auch überlegen wollt, danach zu handeln mal oder gucken wollt, was da passiert und ob man halt, ob das für einen einen Mehrwert darstellt, dann ganz einfach die Future-Daten über den entsprechenden Link bei FX Flat abonnieren und ja, dann halt erstmal wichtig, Hauptsache erstmal gucken. Ja, und man kann es ja auch vor allem auch im DAX oder im DAO, wenn man sowas sieht, auch mit kleinen CFDs ja umsetzen, ne? Wie ich das euch hier vorhin im DAX gezeigt hat. Wie gesagt, da handle ich das hier mit meinen paar CFDs dann halt immer. Und das reicht mir dann auch. Ne? Halt. Da, das Bild hier wollte ich haben. Habe ich es schon zugemacht? Da, Dokumente. Ah ja, ich habe es schon zugemacht. Gut. Genau, also. Ja, dieses Bild. Ja. Das heißt, man holt sich das Level 2 vom Future rein in den DAX, ja, und kann dann auch danach handeln mit
Man kann ja auch mit 0,1 handeln und einfach mal gucken, was da passiert, ob man da überhaupt einen Mehrwert hat. Und wie gesagt, das wird nicht für jeden ein Mehrwert sein, das wird für den einen oder anderen auch ein Hindernis vielleicht sein. Und wenn man das halt merkt, ist es auch dann wichtig, wenn man das halt merkt, dann sollte man das auch die Finger davon lassen. Dann ist es halt nicht das richtige Tool, was man selber für sein eigenes Trading halt braucht. Für mich ist es ein ganz gutes Tool, ich mache danach gerne Trades, aber ich bin ja auch der kurzfristige Trader, von daher ist das für mich halt an der Stelle halt sehr oft eine gute Entscheidungsgrundlage. Ich sage jetzt mal, in 80% der Fälle hole ich damit einen Profit raus, aber vor, wie heute gesehen, auch mal so ein Verlust bin ich auch nicht gefeit. Ja. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch an der Stelle weiterhin gute Trades. War wieder ein schönes Webinar, hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die interessanten Fragen. Vielen Dank auch an FX Flat, dass ich hier sein durfte. Ja, und du kennst das ja, Nelson, das letzte Wort hat immer der Initiator, der Veranstalter. Und ja, an der Stelle, ich darf mich verabschieden. Du kannst ja noch die anderen in den Urlaub, wollte ich noch anfügen. Und wir sehen uns aber ja auch bald wieder für alle, die weiterhin Interesse haben an dieser Webinarreihe mit meiner Wenigkeit und vor allem auch dem Future Trading. Genau, am 12. August geht es weiter hier mit der Webinarreihe. Freue ich mich. Vielen Dank, lieber Heiko, für das Webinar heute. Wieder sehr interessant und natürlich, falls wir uns nicht mehr hören, einen schönen Urlaub. Hast du auf jeden Fall verdient. Erhol dich und dann selbstverständlich einen Dankeschön an alle Teilnehmer heute, die hier live dabei waren und Fragen gestellt haben. Wirklich sehr toll. Und wenn Sie heute noch handeln, dann natürlich noch einen erfolgreichen Handelstag. Passen Sie auf Ihre Position auf und ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Also, bis dahin, tschüss.